Yo, Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, denn der Papa, der ist es. Ja, euer bärtiges Milchgesicht ist back in the Stissel. Und zwar haben wir diesen guten Mann hier abgeschlossen, Lars Bender. Lars oder Sven, keine Ahnung. Zwillinge. Auf jeden Fall, ich weiß, dass viele, viele von euch sich die Frage stellen, Lars Bender abschließen oder nicht abschließen. Viele grübeln und ich möchte mit diesem Video euch ein bisschen dabei helfen, euch zu entscheiden, beziehungsweise euch die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen. Vorneweg, wir gucken uns Szenen an, die ich in der Weekend League mit Lars Bender hatte. Wir haben wie viele Spiele gemacht, mit dem man 24 Spiele haben wir gemacht. Ja, die ersten 6 waren ohne Lars und die letzten 24 Weekend League Spiele haben wir mit Lars Bender gespielt. Ich werde Szenen zeigen aus der Weekend League. Wir werden uns mal die Frage stellen, lohnt sich der Bundesliga? Sind überhaupt genug Spieler da, mit denen man ihn linken kann? Wie ist der körperlich gesehen? Wie sind seine Werte im Spiel? Wie lügen diese Werte oder lügen sie nicht? Weil manchmal ist es ja so, manche Spieler haben gute Werte, spielen sich aber nicht so sahnig. Und da wollen wir einfach gucken, lügen diese geilen Werte oder lügen sie nicht? Und da können wir auch direkt mal ein bisschen über die Werte quatschen, wenn wir schon mal hier sind. Und zwar Tempo, Freunde. Richtig, 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 richtig sahnig. 95 Antritt, 90 Sprintgeschwindigkeit. Also den Mann, wenn man den sich so ein bisschen anguckt, dann denkt man sich ja als FIFA 21 Meter spielender Spieler, Außenverteidiger kann man aber auch als Innenverteidiger benutzen. Also ihr müsst euch da nicht versteifen. Ihr müsst nicht sagen, ey, Bender ist nur für die Außen gedacht, sondern man kann ihn tatsächlich auch in der Innenverteidigerposition spielen, weil er eine Größe von 1,85 hat. Also ist ziemlich, ziemlich groß, kann auch in der Mitte spielen, optional, kann aber auch außen spielen. Also die Geschwindigkeit ist so gut, dass es völlig egal ist, ob außen oder in der Mitte. So, Arbeitsraten, wenn wir hier schon bei der Größe sind, auch mega, mega, mega gut. Mittelhoch bedeutet, er ist ein Verteidiger, der nicht permanent Druck nach vorne ausüben möchte. Für die Innenverteidigerposition sogar ein Tick besser als wie für die Außenverteidigerposition, weil auf der Außenverteidigerposition braucht man doch mal immer wieder, vor allem wenn die Mitte ziemlich zu ist beim Gegner, Tempo auf den Außen, ne? Und deswegen ist Lars Bender für mich tendenziell mehr Innenverteidiger wie Außenverteidiger, vor allem auch wegen den Spezialbewegungen. Bislang war es eigentlich nie wichtig, also FIFA 20, 19, etc., etc., war es nicht so wichtig, dass der Außenverteidiger 4-Sterne Skills hat, für mich persönlich, aber im FIFA 21 brauche ich das, ja, weil ich spiele sehr, sehr offensive Außenverteidiger und da brauche ich einfach variable Spieler, die auch mal einen Skill-Move machen können und deswegen, weiß nicht, Bender wird wahrscheinlich seine Verteidigungsarbeit auf der Außenverteidigerposition gut machen, aber ich denke, auf der Innenverteidigerposition ist er für mich persönlich ein bisschen besser aufgehoben. Tempo, wie gesagt, einsame Spitze, da kann mithalten mit Ekelpaketen wie Kleiber, wie Adama Traoré und nennen sie mir alle. Also wirklich sehr, 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 sehr schnell. Wie er sich im Spiel angefühlt hat, werde ich euch natürlich auch gleich in den Szenen schildern. Schuss gucke ich mir gar nicht an. Brauchen wir gar nicht angucken. Der muss keine Tore schießen bei mir in der Innenverteidigung. Deswegen, das überspringen wir mal. Passen sehr, sehr wichtig. Aufbauspiel von hinten weg. Unterschätzt das nicht. Viele Leute machen Fehler beim Aufbauspiel, weil der Innenverteidiger einen Pass zu kurz spielt oder den Seitenwechsel nicht richtig hinbekommt. Also unterschätzt das nicht. Ist ein wichtiger Wert oder sind wichtige 2 Werte. Und die sind völlig okay. Bedeutet, er kann sie sowohl in der Innenverteidigung gut nutzen, als auch als Außenverteidiger. Schöne Werte. Kurzer Pass 85, langer Pass 83. Also wirklich sehr, sehr gut. Dribblingwerte. 77 Dribbling. Okay, hier. 77 Dribbling ist jetzt nicht so sahnig. Aber wenn man ihn jetzt in der Innenverteidigung spielen möchte, ist das auch nicht weiter schlimm. Also er muss ja kein Messi sein in der Innenverteidigung. Viel wichtiger ist mir der Bewegungswert hier oben mit 90. Und Freunde, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber diesen 90 Bewegungswert, den spürt ihr. Den spürt ihr, wirklich mega, mega, mega gut. Auch die Balance spürt ihr. Die wirkt sich sehr, sehr positiv auf das Verteidigen aus. Wie genau, zeige ich euch dann natürlich auch gleich in den Szenen. Verteidigungswerte, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Also da brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Das sind sahnige Verteidigungswerte. Also ist wirklich 88 Abfang, 90 Defensivbewusstsein, was man auch sehr, 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 sehr geil spürt. Erkläre ich euch aber, wie gesagt, auch gleich in den Sequenzen. Also er klebt richtig am Gegner. Er ist wie so ein unangenehmer Nachbarsjunge oder Nachbarskind, der zu Besuch gekommen ist. Der ist die ganze Zeit bei dir, will die ganze Zeit mit deinen Konsolen und mit deinen, das guckt die ganze Zeit die Schubladen, dann ist auf jeden Fall auf Schritt und Tritt an deinem Oberschenkel dran, total nervig. Aber
das soll ja so sein. Er soll ja den Gegner nerven. Von daher absolut klebrig, der Mann. Pferdezweikämpfe, ja, gebe ich recht. Hat kaum gefoult bei mir, waren kaum Fouls da. Und die Grätschen waren auch... Waren jetzt keine Grätschen von Van Dijk oder waren jetzt keine Grätschen von Campbell oder was weiß ich was. Aber die waren gut. Die waren, wenn ich gegrätscht habe, dann hat er gegrätscht. So, wisst ihr, was ich meine? War okay. Vor allem Abwangen und Defensivbewusstsein habe ich sehr deutlich gespürt. Körperlich gesehen, sehr stark. Also die Kombination aus Beweglichkeit, Balance, Defensivbewusstsein und die körperliche Stärke hier, vor allem mit 84 Aggressivität und seiner 82 Stärke, super. Also fault, also hat kaum Fouls gemacht, hat sich super angefühlt, hat sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt. Das Einzige, was ich vielleicht bemängeln möchte oder kann, ist wirklich die Sprungkraft, die ist nicht so lecker gewesen. Hat zwar seine Kopfballduelle gewonnen, aber wenn du dann gegen so einen Ronaldo oder was weiß ich, einen Cantona oder sowas ins Kopfballduell gehst, kritisch, ne? Also vielleicht kann man den Sprungkraftwert auch noch ein bisschen boosten mit einem Chemistry-Style-Style-Style-Karte. Aber ansonsten wirklich im Großen und Ganzen eine super, super Karte. Das Ganze kostet ungefähr 200k. Ich habe ungefähr 50-60k gezahlt, was völlig in Ordnung ist. Und ihr merkt auch, ich habe den Sven Bender nicht mitgenommen. Also den Sven Bender, den habe ich in Leverkusen gelassen. Oder spielt der Leverkusen Sven Bender? Ich weiß es gar nicht, wir gucken uns das mal an. Bender. Denn die Werte von Sven Bender, auch wenn es verlockend aussieht, dass man hier beide Brüder spielt und die sogar noch einen Perfect Link haben, was absolut cool ist, habe ich ihn nicht mitgenommen. Nicht, weil er zu teuer oder zu billig oder sonst was, sondern die Werte haben mir einfach nicht gefallen. Der Mann hat mich so ein bisschen erinnert an den Kollegen Boateng. Und Boateng habe ich abgegeben in der SPC, weil er mich so genervt hat. Das sind gute Werte, okay? Das sind gute Werte. Das Problem ist einfach, wir sind im März und im März gibt es einfach deutlich bessere Innenverteidiger für ungefähr dieselbe Anzahl von Münzen. Und deswegen habe ich das nicht eingesehen, einen Sven Bender mitzunehmen. Vielleicht sollte ich das aber trotzdem tun. Allein, ich will keinen Konflikt zwischen den zwei Brüdern haben, sollte ich vielleicht tatsächlich tun, aber... Die Werte sind wirklich nicht lecker. Ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ihr Anti-Meta-Spieler seid, wenn ihr sagt, ey, Meta juckt mich nicht, ich spiele den ich möchte, dann könnt ihr ihn gerne mitnehmen, dann würde ich sogar feiern. Also wenn ich nicht Meta-lastig spielen würde, dann würde ich den mitnehmen und sogar in die Innenverteidigung packen. Bei Gott, ich würde es tun. Aber ich bin leider ein dreckiger Meta-Spieler und deswegen brauche ich schnelle Spieler auf der Innenverteidigungsposition. Ja, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist so, wie es ist. Ich bin ehrlich, wert am längsten. Deswegen Bender nicht mitgenommen. Von den Verteidigungswerten sieht es gut aus, keine Frage. Aber auch die Beweglichkeit und die Balance gefällt mir nicht so gut für einen Innenverteidiger. Wobei es auch schon ziemlich, ziemlich hoch ist eigentlich für einen durchschnittlichen Innenverteidiger. Gut, dann sind wir fertig. Die Linkbarkeit. Also macht euch bitte keine Sorgen über die Linkbarkeit. Die Bundesliga ist immer zu Beginn ziemlich schwach, wenn FIFA 21 beginnt, ist es immer, sind nicht so viele Spieler da, die man gerne spielt, man kann sie nicht so gut linken. Aber mittlerweile sind wir in einer Phase von FIFA, wo es meines Erachtens wirklich nicht schwierig ist, gute Spieler zu linken. Wir haben hier viele Möglichkeiten, Bender mit guten Spielern zu linken. Wir haben wirklich coole Spieler in der Bundesliga. Also macht euch da wirklich keine Gedanken, wenn ihr sagt, ey, der passt nicht so gut in mein Team, ich spiele zum Beispiel Serie A oder Ligue 1 oder was. Ist egal, also 200k für so einen Außenverteidiger ist wirklich ein Schnäppchen meines Erachtens. Das gleiche Spiel war auch mit Kleiber. Die meisten, die Kleiber nicht mitgenommen haben, haben sich danach wirklich in den Hintern gebissen, warum sie Kleiber nicht mitgenommen haben. Und bei Lars Bender, das ist auch eine ähnliche Sache. Das sind 200k, das ist eine Weekend League, Freunde, oder zwei Weekend Leagues. Dann habt ihr die Coins wieder drin oder wenn ihr tradet. Also seid dann bitte nicht zu geizig und nehmt diese Spieler bitte mit. Also, vorneweg schon, ihr merkt, ich habe eine Tendenz und zwar, bevor ich euch die Szene jetzt zeige und euch weiter versuche zu überzeugen, möchte ich sagen, dass es ein Schnäppchen ist. Ja, 200k für so einen Spieler ist wirklich ein Schnäppchen. Deswegen, vorneweg schon mal, bevor ich euch die Szenen zeige, nehmt ihn mit, er macht Spaß. Und ja, wie viel Spaß er macht, zeige ich euch jetzt. So, Freunde, die Eigenschaft, die Lars Bender meines Erachtens zu einem Top-Tier-Innenverteidiger oder Außenverteidiger macht, ist die Eigenschaft, dass er mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit und einer großen Präzision aufgrund seiner Verteidigungswerte es sozusagen schafft, den Abstand zwischen gegnerischem Offensivspieler
und sich selber so schnell wie möglich zu verkürzen und dabei mit seinen starken Verteidigungswerten eng am Mann zu kleben. Bedeutet, er passt eigentlich genau in die Meter rein. Er ist mega schnell. Er hat extrem gute Verteidigungswerte. Und das Krasse ist, er ist 1,85 groß und körperlich enorm stark. Er klebt im Radius, im Dribbelradius vom Gegner, schnelle, wendige Bewegungen aufgrund seiner 90 Beweglichkeit, kann wieder schnell nach hinten kommen, wenn er mal überspielt worden ist, wie man in den meisten Szenen hier sieht. Hatte sehr, sehr lange Beine, womit er die Bälle abfangen kann, wie zum Beispiel hier auch. Also ein wirklich mega attraktiver Rechtsverteidiger oder auch Innenverteidiger. Ich habe ihn beispielsweise als Innenverteidiger genutzt und ihr könnt immer wieder sehen, wie schnell er wirklich am Gegner auch wirklich dran ist. Aufbauspiel klappt super gut und nicht nur Aufbauspiel, sondern ich habe es probiert, wenn ich ihn als Außenverteidiger nutzen würde, wie hier zum Beispiel. Also es macht wirklich Spaß. Er ist schnell, er ist wendig. Dribbling-technisch, wenn er sich um die eigene Achse drehen muss, mit Ball ist vielleicht nicht so schnell wie bei einem anderen Innenverteidiger. Aber wie gesagt, wir wollen ihn ja auch als Innenverteidiger spielen. Hier nochmal so ein kleiner Vorstoß. Ihr seht, er ist einfach pfeilschnell. Ja, er ist mein Innenverteidiger in dem Fall. Körperlich stark, abschlussstark vielleicht nicht. Aber muss er auch nicht sein, haben wir gesagt. Ne? Guckt euch die Szenen bitte an, wie schnell er bei Ronaldo ist. Wer ist Ronaldo? Was willst du, Ronaldo, von mir? Denkt er sich, hier, komm Ronaldo, hau mal ab. Und jetzt läuft er dem Mann sogar noch vorbei. Einmal vorbei, zweimal vorbei und kann hier nur mit einem Foul sozusagen aufgehalten werden. Also wirklich sehr, sehr schnell. Auch hier, ihr merkt, der Abstand zwischen Gegner und Lars Bender wird sofort verkürzt. Hier muss er hinterherlaufen, ansonsten geht das ins 1 gegen 1 mit dem Keeper. Auch da ist er da. Also seine Hauptstärke, wie gesagt, ist die Geschwindigkeit. Seine geheime Power ist die Kombination aus Geschwindigkeit und den hohen Verteidigungswerten. Und die Kirsche auf der Sahnetorte ist sozusagen noch seine körperliche Größe und die körperliche Stärke. So, was würde ich jetzt tun? Würde ich ihn jetzt Innenverteidiger oder Außenverteidiger spielen? Habe ich, glaube ich, schon mehrere Male gesagt. Ich würde ihn definitiv auf der Innenverteidigerposition spielen. Auf der Außenverteidigerposition ist er auch nicht schlecht, aber für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu steif im Dribbling. Und die Skill-Moves, die fehlen mir auch. Auch die Arbeitsraten sind jetzt nicht unbedingt lecker für einen Außenverteidiger, würde ich sagen. Außer ihr braucht defensive Außenverteidiger, dann könnte man sich das noch überlegen. Aber wie gesagt, auf der Innenverteidigerposition meines Erachtens wirklich ein super geiler Spieler. Nimmt den zu 100% mit. Also lasst den nicht liegen, das sind 200k. Wäre wirklich eine Verschwendung, wenn ihr den vergesst zu machen oder nicht mitnehmt. Also eine dicke Empfehlung meinerseits. Auch so Sachen wie Spielaufbau und von hinten rausspielen. Er hat, glaube ich, kein einziges Mal einen Fehlpass bei mir gemacht. Im Gegensatz sieht man auch hier, zack, scharfer Pass mit R1X kommt an. Also Spielaufbau war auch mega on point bei Lars Bender. Wenn ich gegen Spieler spielen musste, wie zum Beispiel Neymar, Messi, Ronaldo, die haben einen gewissen Lackfaktor, ihr kennt das, also die wuseln sich dann irgendwie durch oder im körperlichen Duell kommt man nicht an den Ball ran, da war Lars Bender überraschend gut, also der war wirklich konstant, konsequent in den Zweikämpfen und hat es auch mal geschafft, solche Spieler wegzudrücken, sieht man auch in den Sequenzen sehr, sehr häufig, wie er sich gegen Ronaldos, gegen Mbappés durchsetzt, in diesen ekligen Körperduellen, also defensiv gesehen wirklich top. Also absolute Empfehlung, guckt euch die Karte nochmal gerne an, schaut, ob ihr ihn verlinkt bekommt oder nicht und nehmt ihn, auch wenn ihr es nicht schafft, meines Erachtens mit. Ihr macht nichts falsch, im Gegensatz, ihr könnt ihn immer wieder mal einbauen, immer wieder mal versuchen zu linken und er macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!